Die Polizei hat am Freitagabend nach einem anonymen Hinweis eine illegale Corona-Party in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt aufgelöst. Da die Personen in dem abgeschlossenen und von außen nicht einsehbaren Haus die Türe nicht öffneten, wurden Beamte der Spezialeinheit Vega angefordert, die die Terrassentüre zwangsweise öffneten. Ein Fluchtversuch einiger Personen wurde verhindert. In dem Haus befanden sich über 50 feiernde Personen im Alter von 17 bis 40 Jahren, wobei die Bestimmungen der Covid-Verordnung nicht eingehalten wurden. Die Beamten erstatteten auch gleich über 100 Anzeigen. Bei der Amtshandlung stellte die Polizei zudem eine kleinere Menge Cannabis sicher. Eingeladen wurde der Polizei zufolge offenbar via der Social-Media-Plattform Instagram. Ob es sich hier um ein einmaliges Event oder eine ganze Reihe von Veranstaltungen gehandelt hat, ist noch unklar, wird aber geklärt. Die als Unterstützung alarmierten Beamten der Finanzpolizei stellten zudem 4 Glücksspielautomaten in diesem Haus sicher und erstatteten Anzeigen nach dem Glücksspielgesetz. Auch eine Bar wurde illegal betrieben. Es drohen Strafen in der Höhe von bis zu 30.000 Euro pro illegalem Glücksspielautomaten und von über 22.000 Euro wegen Behinderung der Amtshandlung der Finanzpolizei. Nach dem Veranstalter der Party wird noch gesucht. Zitat: Die Ermittler haben behördenübergreifend hervorragende Arbeit geleistet und nicht nur die Einhaltung der Pandemie-Maßnahmen sichergestellt, sondern auch dem illegalen Glücksspiel einen Riegel vorgeschoben, so Innenminister Karl Nehammer in einem Statement.